Die EZB hatte vor einigen Monaten die Wahl, Pest oder Cholera, und sie hat sich für Pest und Cholera entschieden. Diesen Satz hatte ich schon vor einigen Monaten in einem WDR-Hörfunk-Interview gesagt, und es hat den Herrschaften offenkundig so gefallen, dass sie das gleich als allererstes vor ihre Sendung gestellt haben. Aber was ist damit gemeint? Das Zeitfenster ist verpasst worden, als die Europäische Notenbank hätte die Zinsen schon anheben können angesichts einer schon doch sehr stark gestiegenen Inflation, die schon auch im Jahr 2021 deutlich über den eigentlich avisierten 2% lag. Das hat sie nicht getan und jetzt ist sie zu spät dran, muss vieles nachholen, und das in einer Situation, wo jetzt die Rezession vor der Tür steht. Wird die EZB jetzt die Zinsen zu stark anheben, dann wird sie die Rezession verschärfen. Wenn sie das allerdings nicht macht, dann verliert sie noch mehr an Glaubwürdigkeit. Dann würde man sagen, naja, sie scheint es mit der Inflationsbekämpfung nicht allzu ernste zu nehmen. Deswegen ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit heute überragend, dass die EZB um 0,75% die Zinsen anheben muss, weil sie fürchten muss, dass sonst die Märkte sagen, ihr habt sie doch nicht alle, jetzt hat die Fed um 0,75 angehoben, ihr nur 0,5, und die Inflationsraten in Europa mit diesen explodierten Energiepreisen, das kann nicht gut gehen, ihr müsst mehr tun. Also wird das 0,75 sein, aber das eben jetzt in eine Situation hinein, die letztendlich unmittelbar vor einer Rezession ist. Auch was hier eine Investmentbank anmerkt, es ist die Société Générale, by the way, die sagt, in Sachen Glaubwürdigkeit der EZB, warum spricht eigentlich keiner bisher über das sogenannte Quantitative Tightening, also das, was die Fed macht, Bilanzsummenreduzierung, das ist bei der EZB überhaupt noch nicht in der Diskussion, und das bedeutet, wenn du das nicht machst, wenn du also den Märkten nicht durch Quantitative Tightening Liquidität entziehst, dann musst du es anders machen, dann musst du die Zinsen umso stärker anheben. Das ist genau das Problem, und Sockgen weist dir auch darauf hin, wenn sie jetzt um 75 Basispunkte die Zinsen anheben, dann muss dieses TPI-Programm wohl bald aktiviert werden, also jenes Programm, das die Renditedifferenzen, die Spreads zwischen etwa italienischen und deutschen Anleihen klein halten will. Also es ist eine blöde Situation, würde die EZB nur 0,5 heute anheben, dann dürfte der Euro abstürzen, dürften die Märkte sagen, ihr bekämpft nicht ernsthafte Inflation, es geht euch nur um die Finanzierung der Südstaaten der Eurozone, und 0,75 Anhebung verstärkt dann den ohnehin schon bestehenden Abwärtstrend, den wir hier sehen. Und das ist genau dieses Dilemma, das hier auf den Punkt gebracht wird. Im Grunde agieren die wie Politiker, deren Ansehen ihnen natürlich sehr wichtig ist, deren Glaubwürdigkeit weitgehend verloren gegangen ist. Jetzt muss man eben versuchen, diese Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, auch wenn möglicherweise ein sehr großer Schritt oder mehrere große Schritte in nächster Zeit wirklich vielleicht sogar kontraproduktiv sind für die Wirtschaft. Aber es hilft nichts. Man muss das nachholen, was man vorher versäumt hat, das ist im Leben eben meistens so. Und schauen wir uns doch mal die Programme an, die wir schon alle hatten. Nicht nur dieses TPI, was ich vorhin angesprochen hatte, sondern APP, CSPP, PSPP, AB, SPP, PEP, LTRO, TLTRO, PELTRO. Sie können sich Ihren Reim drauf machen. Da sagt ein Magier zu einem Einhorn, oder das Einhorn genauer gesagt sagt zum Magier, also an mich glauben sie inzwischen auch nicht mehr, und das ist vielleicht die Situation, die vor allem die Lage der EZB beschreibt. Nicht ganz unverschuldet, nicht nur hat man 2500 Mitarbeiter, die eigentlich Prognosen für Wirtschaft und Inflation machen und so daneben liegen, dass Omar Tschibulski sicherlich besser gewesen wäre. Wenn wir uns mal anschauen, kommen eigentlich irgendwelche Tweets seitens der EZB, dass man die Sorgen, die Nöte, die Ängste der Menschen in Sachen Inflation ernst nimmt? Eher nicht, da kommt dann mehr sowas über Klimawandel, da kommt dann etwa über Diversität der europäischen Banking-Business-Modelle. Wahrscheinlich ist das doppeldeutig gemeint, also die diversen Business-Modelle, und dass das auch insgesamt divers abläuft, gell, in Sachen Gender und Schnippschnapp. Und dann hier Climate Risk for Banks wird mal getwittert, Climate Transition Risks and Opportunities, also da ist man sehr stark in der Klimaschiene unterwegs.
Und eins dürfen wir nicht vergessen, die EZB bestraft ja im Grunde Banken, wenn sie etwa Unternehmen Kredite geben, die mit fossilen Energieträgern zu tun haben. Das heißt, sie ist ein Stück weit an diesen hohen Energiepreisen mitschuldig. Und wenn sich Lagarde dann hinstellt und, so, und sagt, ja, können wir durch Zinsanhebungen Energiepreise nach unten bringen, dann ist das natürlich nur die halbe Wahrheit. Ja, sie kann es, indem der Euro nicht abstürzt, was inflationär ist. B, das Signal gibt, dass die Inflationserwartungen nicht durch die Decke schießen. Und da gibt es noch viele andere Dinge mehr, eben wie solche Aktionen, die letztendlich die Energie verteuern. Dabei haben wir hier in Europa, ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt, keinen wirklichen Überhang, dass wir zu viel Nachfrage haben, so viel Nachfrage haben, dass es schon überbordend ist. Ja, wir haben zu wenig Angebot, dadurch zu viel Nachfrage. Hier diese Grafik, wie gesagt, gestern schon gezeigt. Aber das ist bei den Amerikanern viel schlimmer. Die haben 30% der Inflation ist auf diese überbordende Nachfrage. Bei uns sind es nur 15%. Gleichwohl, die Fed versucht eben dadurch jetzt Nachfrage nach unten zu kriegen. Und die EZB muss vor allem jetzt zeigen, dass sie es mit der Inflation ernst meint. Hier sehen wir mal in dieser Grafik, welche Länder in den letzten Monaten mal ein Dreiviertelpunkt Zinsanhebung gemacht haben. Immerhin 40 Zentralbanken dieser Welt. Steht denn die EZB jetzt vor einem Jumbo-Zinsschritt? Fragezeichen. Ich meine, ja, sie kann gar nicht mehr anders, obwohl hier ING etwa davon ausgeht, dass man nur einen 50-Basispunkt-Schritt machen wird. Gleichwohl aber darauf hinweisen wird, dass die Inflation hoch ist, die Risiken für die Inflation aufgrund der Energiepreise sehr hoch ist und man dürfte bei den Projektionen, die heute anstehen, die kommen ja einmal vierteljährlich, also alle 3 Monate gibt es diese Projektionen für Inflation und Wirtschaftswachstum. Da dürfte man sowohl den Inflationsausblick nach oben nehmen, als eben auch die Projektionen für die Wirtschaft nach unten nehmen. Das dürfte heute kommen. Und hier mal eine interessante Grafik. Ich hoffe, das können Sie einigermaßen sehen. Hier sind verzeichnet die Notenbank mit ihren letzten Schritten. Hike oder Cut. Und hier sehen wir, jetzt hat die australische Notenbank die Zinsen angehoben heute Nacht. Davor die kanadische um 0,75%. Die polnische hat es angehoben. Es gibt mit Ausnahme der Türkei, die eine Sondersituation hat, da haben wir nur knapp über 80% Inflation und die Zinsen werden gesenkt. Dank Erdogan und seiner Inflationstheorie gibt es nur 2 Notenbanken auf dieser Welt, die derzeit die Zinsen senken, China und Russland. Also diejenigen, die sozusagen gegen den Westen stehen, die senken die Zinsen, die Chinesen, weil ihnen die Wirtschaft abzusaufen droht, die Russen vor allem, weil der Rubel zu stark geworden ist infolge der Kapitalkontrollen, die man eingeführt hat. Das ist keine, die Rubelstärke ist kein Zeichen für die Stärke der russischen Wirtschaft, sondern das ist im Grunde wie bei einer Einbahnstraße. Wenn ich praktisch nicht aus einer Währung raus konvertieren kann, sondern nur in eine Währung rein konvertieren kann, dass die stärker wird, ist klar. Aber jedenfalls darauf hat die russische Notenbank dann mit Zinssenkungen zuletzt reagiert. Ja, nochmal jetzt zu Europa und Deutschland, der Rezession. Neues Großunternehmen oder größeres Unternehmen, 4000 Jobs betroffen beim Autozulieferer Dr. Schneider. Die sind dann nicht insolvent, sondern wie Habeck sagen würde, die produzieren halt eine Zeit lang nicht. Genau. Wer jahrelang nichts verkauft, ist nicht insolvent, sondern der produziert halt nicht, verkauft halt nicht. Die Autozulieferer dürften hier ganz große Probleme insgesamt haben. Es dürfte nur die erste Insolvenz jetzt sein einer ganzen Kette. Jetzt hat natürlich mein, war es der zweite oder drittbeste Freund, habe ich jetzt vergessen, Marcello Fraccherino, hatte natürlich den Herrn Habeck verteidigt. Und bringt dann so ein abstruses Beispiel. Manche Hotels werden im Winter schließen müssen, weil Kunden ausbleiben und die Kosten massiv steigen. Temporäre Schließungen sind in der Branche nicht ungewöhnlich. Ja, es gibt temporäre Schließungen. Es gab in Corona temporäre Schließungen, aber normalerweise, wenn ein Unternehmen den Betrieb einstellt, nichts mehr verkauft, dann ist es auch platt, ist es pleite. Und hier dann Fratscher weiter
Man könnte lediglich kritisieren, dass er nicht über die staatlichen Maßnahmen gesprochen hat, die in solchen Fällen greifen. Aber es ist bei dieser gegenwärtigen Unsicherheit eher klug, dies nicht zu tun. Also, das ist wieder so verquast, Marcello, dass es schon wieder fast lustig ist. Der Mann hat wirklich kabarettistisches Talent. Kommen wir jetzt zu den Märkten, zur Gesamtsituation. Heute ja zwei Highlights, EZB-Entscheidung 14.15, 14.45, dann Madame Inkompetent Lagarde, dann 15.15 Jerome Powell mit einer Rede. Hier sehen wir, dass die Märkte gestern nach oben gedreht haben. Wir sehen, die Renditen sind gefallen, der Dollar ist gefallen, der Ölpreis ist gefallen. Da hatten wir sicherlich auch Short Covering, wie JP Morgan benennt. Wir hatten dann das Tageshoch gestern, by the way, als das Beige Book veröffentlicht wurde aus den USA, das gezeigt hat, dass die Wirtschaft deutlich beginnt, sich abzukühlen. Das hat den Märkten dann nochmal gefallen. Und so sehen wir Nasdaq über 2% im Plus, Dow, S&P 500. Erstaunlich, dass etwa wieder Utilities der beste Sektor sind. Eigentlich ein defensiver Sektor, der aber schon seit langer Zeit den S&P outperformt. Unten dennoch Technology, vergleichsweise unten immer noch 1,6% gestiegen, aber Energie der schwächste Sektor aufgrund des Ölpreises. Und ja, hier sehen wir den Dollarindex, der 8 Tage in Folge gestiegen war, jetzt zurückgekommen ist. Es gibt eine ganz enge Korrelation zwischen Dollarindex und dem S&P 500, der jetzt eine wichtige Trendlinie gestern verteidigt hat. Ich hatte gezeigt mehrfach, dass wir überverkauft waren. Hier der Bullish Percentage Index, der jetzt ein bisschen nach oben zu drehen scheint, hier in diesem Chart von Michael Silver. Und unten sehen wir das Put-Call-Ratio. Da sind wir jetzt an Marken, die meistens so Drehpunkte sind. Die Leute sichern sich ab. Es gibt nach wie vor mehr Calls draußen als Puts, aber das Verhältnis hat sich jetzt deutlich zugunsten der Puts verschoben. Das heißt, das Absicherungsbedürfnis ist groß, dazu gleich mehr. Jetzt sagt der Bank of America, naja, aber wir haben noch nicht genug Kapitulation gesehen im Markt und verweist hier auf eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation im S&P 500. Die Deutsche Bank wiederum sagt, naja, okay, wenn jetzt alles gut läuft und die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt in den USA, dann werden wir 4.750 Punkte sehen beim S&P 500. Wenn es schlecht läuft und eine Rezession kommt, dann nur 3.000 Punkte. Das ist eine ziemliche Differenz. Hier mal, meine Damen und Herren, der Chart des S&P 500. Werden wir die Unitiefs unterschreiten in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir hier ziemlich dicke Widerstände voraus. Der erste könnte heute schon angelaufen werden. Aber es ist eben so, wir waren ziemlich ausgebombt. Hier sehen wir etwa mal die AAII-Umfrage, also Stimmung der US-Privatinvestoren. Nur noch 18% Bullen, das ist frisch heute, dagegen 53% bearish. Und auch hier bei den Individual Investor Equity Allocation sehen wir, dass die deutlich nach unten gegangen ist. Vorher gab es ja die groteske Situation, dass die Leute irgendwie negativ gestimmt waren, aber ihre Position behalten haben, also die Equity Allocation noch sehr hoch war. Das hat sich jetzt geändert, also viele sind schon aus diesem Markt rausgegangen. Und was wirklich bedeutsam ist, meine Damen und Herren, in der letzten Woche wurden so viele Absicherungen durch institutionelle Investoren eingegangen, die Puts gekauft haben ohne Ende, um sich gegen weitere Verfallssituationen ihres Long-Only-Portfolios abzusichern in der Regel. Das heißt, man ist hier total gehedged, 8,1 Milliarden Dollar an Put-Optionen. Das ist mit Abstand das Größte, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Dreimal mehr als in der Extremsituation 2008. Und da ist natürlich jetzt die Wahrscheinlichkeit groß, dass jetzt genau das Gegenteil kommt. Wenn die Märkte nach oben laufen, dann kommen diese Puts unter Druck, werden aufgelöst. Damit entstehen praktisch Käufe am Markt. Das ist immer das Gleiche. Und so sehen wir auch, und dass hier etwa der Nasdaq nach wie vor die Chance hat, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter hier auszubilden. Die Schulter hat gehalten, obwohl Goldman Sachs jetzt seine Zinsanhebungen nach oben nimmt, nämlich 75 Basispunkte im September und dann 50 im November und 25 Basispunkte im September. Dazu heute Mr. Powell beim Cato Institute, wo er State of Monetary Policy after 40 years spricht, Zustand also der Geldpolitik. Insgesamt ist es eben so wahrscheinlich, dass, wie Morgan Stanley das hier zeigt, die Rent Inflation geht weiter nach oben, aber die Energy Inflation geht nach unten, also Energiepreise fallen.
Rent Inflation geht weiter nach oben, beziehungsweise ist verspätet sozusagen in den Statistiken einkalkuliert. Dadurch dürfte die Inflation relativ hoch bleiben. Gestern hatte ja Nick Timiraos vom Wall Street Journal für Bewegung an den Märkten gesorgt, als er sagte, ja, also die werden wahrscheinlich 0,75 anheben im September. Brainard hat jetzt heute Nacht gesagt, we are in this for as long as it takes to get inflation down. Wir sind so lange hier am Machen, bis wir die Inflation nach unten gebracht haben. Aber, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die australische Notenbank hat die Zinsen um 0,5% angehoben. Aber dann hat er gesagt, the case for a slower pace of increase in interest rates becomes stronger. Also im Prinzip hat der australische Notenbankchef etwas gesagt, was andere Notenbanken wahrscheinlich auch sehr bald machen werden, nämlich, dass es jetzt nicht mehr dann so große Zinsschritte geben wird. Wahrscheinlich werden wir heute den letzten wirklich ganz saftigen Zinsschritt von der EZB sehen und dann werden die Zinsschritte wieder kleiner. Warum? Wie wir sehen hier etwa Treasury Yield und ISM Manufacturing Index. Die Treasury Yields, die Renditen sind zu weit nach oben gelaufen im Vergleich zum Stand der Wirtschaft, die deutlich abkühlt, wie wir auch eben beim ISM Index sehen. Wie geht es weiter jetzt an den Märkten, zum Beispiel beim Goldpreis? Das interessiert ja viele. Lage spitzt sich zu Erholung oder Absturz. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Ein Video von André Stagge. Das sehr, sehr starkes Schicksalstag für den Euro und die EZB mit sehr klugen, sehr guten, auch in Sachen Trading wichtigen Einschätzungen. Also zwei Empfehlungen, der Artikel und dieses Video von André Stagge über den Schicksalstag für den Euro. Das meine Empfehlungen. 14,15 die EZB-Entscheidung, 14,45 mache ich so eine Art Ticker für die Pressekonferenz mit Live-Feed von Frau Lagarde und das gleiche dann um 15,15 mit Jerome Powell, also Live-Feed plus die wichtigsten Headlines. All das finden Sie auf finanzmarktwelt.de, wie eben auch diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.